Hallo ihr fantastischen Menschen da draußen, willkommen zu einem neuen Video und diesmal wird die Retro-Olympiade 2024 eingeleitet. Wir haben uns hier mit einigen YouTubern zusammengetan und machen eine ganz tolle Aktion. In der Beschreibung findet ihr natürlich alles. Wir haben jede Woche ein neues Spiel, was sich jeder persönlich gewünscht hat. Die Challenge müssen sich natürlich jetzt alle stellen und dann am Sonntag kommt immer die Zusammenfassung bei dem Kanal, der sich das Spiel gewünscht hat. Und wir haben ausgelost und ja, ich mit meinem Wunsch starte auch sogar. Und was anderes habe ich mir natürlich gewünscht als Fortress of Fear. Ihr wisst, habe ich so eine gewisse Hassliebe zu dem Spiel. Ich habe es als Kind gehabt, ich kam nie weit, aber ihr hört schon so ein bisschen diese Musik. Die hat mich immer wieder da reingeholt und ich glaube, es geht vielen, vielen anderen euch so. Also, Fortress of Fear war ja ein Spiel, was ja sehr, sehr früh im Lebenszyklus des Gameboys erschienen ist und dadurch auch wirklich bei vielen im Besitz war. Deswegen haben wir auch viele so eine gute Erinnerung dran. Natürlich ist legendär, natürlich auch bezüglich des Covers, was jetzt nicht ganz so repräsentativ ist, was jetzt das Gameplay angeht. Aber ich will gar nicht so lange auf die Folter spannen. Meine Challenge ist im Prinzip relativ simpel. Kommt so weit, wie ihr könnt. Wer die meisten Punkte hat, der gewinnt. Wer die zweitmeisten Punkte ist auf Platz 2 etc. Ihr wisst alle. Man kann aber auch einen Bonuspunkt einheimsen. Und zwar, wenn man den ersten Boss schafft, ohne ein Leben zu verlieren. Genug der langen Vorrede, es geht los. Und zwar gleich am ersten Level. Ich muss sagen, das Spiel hat natürlich so seine Schwächen. Ne? Das Sprungverhalten ist nicht so toll. Shit. Ich muss mich kurz neu orientieren. Und es gibt eigentlich, wenn man jetzt hier weiter links geht, gibt es einen Bonusraum. Aber da schaffe ich es immer mit dem Springen nicht. Und da ich jetzt hier im Zweifel kein Leben hier irgendwie verlieren will, sondern möglichst weit kommen, verzichte ich auf die Punkte. Und ihr könnt natürlich Schlüssel einsammeln, um hier entsprechend die Schatztruhen zu öffnen. Diese Magical Gems oder Gems, die bringen euch Bonuspunkte. Und da wir hier natürlich auf Bonuspunkte spielen, versuche ich hier natürlich... Ah! Ich wollte gerade sagen, auch so viel wie möglich einzuheimsen. Ja, so viel dazu. So, aber ich habe jetzt hier den Schlüssel, der ist respawned. Das hatte ich gar nicht so im Kopf, dass das hier so ist. Weil rüber springt man eigentlich hier am besten hier von der oberen Stelle. Ich versuche jetzt hier auch alle Gegner immer zu erledigen, weil das bringt natürlich Punkte. Und verändert das Sprungverhalten. Das ist halt wirklich so, naja. Das ist irgendwie so ein bisschen wie, als ob ihr euch auf dem Mond befinden würdet. Und dadurch, ja, ist das manchmal sehr ungenau. Man muss auch hier oft leider so ein bisschen auf Verdacht springen. Kurz konzentrieren. So, weil ihr teilweise hier keine Sachen seht, wo ihr landen könnt, zeige ich euch später, weil wir kommen jetzt gleich in so einen Abschnitt, wo genau das entsprechend irgendwie nötig sein wird. Ja, und natürlich hier diese ganze Fall, die kommen und so weiter. Ich kam das Spiel ja regelmäßig raus. Ich habe es noch nie geschafft, sag mal, auf fairen Weg durchzuspielen. Was heißt der fairen Weg? Also mit Safe States habe ich es natürlich schon geschafft. Genau, und hier so diese Szene mache ich zum Beispiel, diese Plattform, die ja immer hoch und runter kommt. Ihr müsst quasi ins Blaue springen. Die Plattform ist zum Glück da, das ist jetzt nicht das Problem. So, einmal hier besiegen für Punkte, einmal die Schlange. Aber die Grafik und die Musik finde ich eigentlich echt gar nicht so verkehrt. Man muss halt bedenken, das ist relativ zum Launch des Gameboys erschienen. Und da kam hier dann gleich so etwas raus. Ich habe vergessen, dass da die Fledermäuse sind. Wir haben uns übrigens alle versprochen, dass wir die Spiele nicht üben. Und ich habe hier natürlich logischerweise so ein bisschen Vorteil, weil ich das Spiel schon öfter spiele. Deswegen habe ich halt hier, sagen wir mal, das berühmt-berüchtigte Muskelgedächtnis habe ich hier natürlich bei manchen Spielen. Ah, ich hole mal den Schlüssel und mache dann oben die Schatzkiste auf. Genau, die kommen nämlich wieder. Deswegen weiß ich natürlich so viele Sachen, aber vor allem was jetzt die späteren Level angeht, das habe ich natürlich jetzt nicht so genau im Kopf. Ich denke mal, der Weidemann, der wird hier ganz gut abschneiden, der kennt das Spiel ganz gut, aber die anderen, weiß ich nicht so. Ich glaube, für einige ist das tatsächlich die erste Berührung mit diesem Spiel. Gab es hier den Bonus-Level? Nee. Es hat irgendwie im Kopf, dass irgendwo konnte man da so über den Rand springen, dann gab es so ein kleiner Bonusabschnitt, wo man entsprechend Punkte irgendwie einheimsen konnte. Ich glaube fast,
ich will jetzt deren Spielerfähigkeiten jetzt nicht absprechen, aber das ist ja teilweise ja schon wirklich sehr speziell. Man muss hier wirklich sehr gut auch die Gegner-Pattern kennen und auswendig lernen. Also als Kind kam ich eigentlich immer so in die zweite Welt, wenn überhaupt, so in zweite Level, so Pi mal Daumen. Da kommen wir ja hoffentlich hin. Wie gesagt, der erste Boss ist eigentlich, wenn man weiß, wie er geht, gar nicht so schwer, weil man da natürlich einfach die ganzen Muster relativ ausnutzen kann. So. Man darf hier einfach, das ist kein Spiel, wo man wirklich komplett blind irgendwie durch die Level rushen kann. Das geht einfach nicht. Da seht ihr hier alles. So. Ah, ich glaube, hier konnte man rüberspringen. Ich gucke gerade mal. So, genau. Wenn ich mich irre, gibt es hier sogar... Ne, ich wollte gerade sagen extra Leben, aber das anscheinend nicht. Wahrscheinlich in der Schatzkiste. Aber ich habe jetzt kein Schlüssel parat. Leider. Aber wir haben immerhin uns geheilt und zwei Edelsteine eingesammelt. Und was ihr halt seht, was man immer so ein bisschen beachten muss, es gibt Fallschaden. Es gibt dann natürlich auch so den Bonusgegenstand der Stiefel. Da könnt ihr wesentlich besser springen und da habt ihr auch keinen Fallschaden. Deswegen ist das Ding eigentlich, so finde ich persönlich, so das beste Upgrade, was ihr irgendwie bekommen könnt. Hier ist der erste Boss. Genau. Also im Prinzip ganz einfach. Er fliegt dann so. Und dann könnt ihr einmal hier sein. So, dann fliegt er hier wieder eine Runde. Dann kommt er wieder von oben nach unten. Und dann kommt er hier wieder da rein. Das heißt, im Prinzip ist das Muster ganz einfach. Ihr müsst halt abwarten, bis er diese Attacke gemacht hat. Dann hier von oben nach unten. Ach, muss ich nach unten. Ah. Jetzt gebe ich hier an, dass ich hier die Pattern komplett irgendwie drauf habe. Aber das heißt, man muss ja eigentlich hier nur hier, wenn er hier seinen, ich sag mal, Kreis fliegt, hier da oben sein. Und dann wieder hier. So. Ach nee, gar nicht. Ah, ich sag euch, deswegen mache ich auch so wenig Let's Plays, weil ich einfach so ein Dulli bin. Ich bin auch jetzt wirklich nicht der beste Spieler vorm Herrn. Perfekt besiegt. Und dann ist hier das Tor öffnet. Das heißt, den Bonuspunkt habe ich mir schon mal verdient. Reden und spielen, das ist wirklich nicht so einfach. Und ja, allgemein, ich bin nicht der beste Spieler. Das bin ich nie. War ich auch. Ach shit. Werde ich auch nie sein wahrscheinlich, aber das ist auch vollkommen in Ordnung. Ich hoffe, ihr fühlt euch trotzdem einigermaßen. Boah! Also diese Feuerbälle hier sind wirklich sehr giftig. Das meine ich hier übrigens hier mit der zweiten Welt. Hier gibt es immer verschiedene Wege, die man gehen kann. So. Ich glaube, hier konnte man sogar rein. Irgendwo konnte man hier unten rein. Ich bin mir gerade etwas unsicher. So, schnell die Spinne und die Dings erledigen. Und hier müsste, genau, hier könnte man rüber. Machen wir aber nicht. Ich gehe jetzt hier einfach mal komplett rein, weil ich die Gegner erledigen will, weil ich mir die Punkte holen will. Ja, also ein bisschen strategisch muss man hier mit so einem Ziel dann auch spielen. War einfach nur durch. Ist halt nicht so geil. Das habe ich nämlich gelernt. Wir hatten nämlich schon mal eine Retro-Olympiade vor x Jahren. Man sieht hier, Wassertropfen sind böse und machen euch Schaden übrigens. Das ist ja immer so ein bisschen das Klischee der europäischen Spiele, dass die euch... Genau, jetzt haben wir die Boots of Jumping und die brauchen wir jetzt auch gleich, weil ohne kommt man hier über so ein Hindernis nicht rüber. Das ist ja so ein bisschen ein Klischee, europäische Spiele, da verletzt einen immer das Wasser. Und das Spiel ist ja von Rare, das habe ich glaube ich noch gar nicht erwähnt. Das ist ein frühes Werk tatsächlich von Rare. Die haben ja, ich habe ja vor einiger Zeit, habe ich ja mal die kleine Wizard und Warriors Dokumentation gemacht. Da könnt ihr gerne mal reinschauen. Das sind ja eigentlich, sind das hier NES-Spiele, was dann hier auf den Gameboy dann halt portiert wurde. Das steht ja Wizard und Warriors X. Da können wir ja denken, theoretisch, okay, römisch 10 ist es ja nicht. So, jetzt springe ich hier mal rüber. Genau. Und genau hierfür braucht ihr diese Jumping Boots. Wenn ich mich richtig erinnere, kann man hier auch... rüber. Und da ist ein extra Raum. Nee, doch nicht. Okay. Hä? Warum kann man da lang? Okay, das muss wahrscheinlich ein Fehler sein. Und dafür braucht man die Jumping Boots. Und das werden eventuell, denke ich mal, einige falsch machen, dass sie diese nicht einsammeln und dann schafft man diesen Sprung nicht. Das ist ein bisschen blöd gelöst. Das ist natürlich... shit. Also diese Feuerdinger, die sind echt der Krampf. Ich habe 4 Leben, also sieht gar nicht so schlecht aus, aber wie gesagt, als Kind kam ich immer Pi mal Daumen hier so weit. Und das Gute ist halt, wie gesagt, mit diesen Jumping Boots,
Das ist halt das Geilste, dass man halt diesen Fallschaden nicht mehr hat. Wir haben auch wieder ein extra Leben, das heißt 5 Leben. Das heißt, ich würde sagen, wir stehen gar nicht so schlecht da, würde ich sagen. Also wenn ich natürlich jetzt ein Leben verliere, verliere ich hier diese Sprungstiefel, was natürlich irgendwie nicht so geil wäre. Ich denke, ich würde jetzt eigentlich Schaden nehmen müssen, oder? Ich meine, ich will mich nicht beschweren, aber eigentlich habe ich doch das Skelett gerade berührt. Ich gehe mal hier oben lang, weil diese ganzen feuernden Dinger da. Ah, das ist ein extra Leben. Nehme ich das mit oder nicht? Ich überlege gerade mal. Das nehme ich mit. Aber hier kriege ich einerseits Punkte natürlich. Komme ich hier so. Ah! Ich komme sogar hoch. Ich wollte gerade sagen, ich muss den ganzen Weg zurücklaufen. Das wäre natürlich blöd. So. Zack. Zack. Und hier würde man. Ah, genau, hier oben. Ich glaube, ich weiß nicht, ob man da eine Abkürzung bekommen hat oder sonst was. Ich glaube, es war der Bonus, dass man dafür keinen Schlüssel brauchte. Ich glaube, für die Tür unten brauchte man einen Schlüssel. Und dann gucken wir mal, wie wir weit hier kommen. So. Oder es kann sein, das sieht hier schwer nach einem Bonuslevel aus, ehrlich gesagt. Dass man da natürlich. Oh, noch ein extra Leben. Cool. 7 Leben. Ich würde sagen, läuft. Läuft. Ich habe es jetzt echt so bestimmt seit einem Jahr oder sowas nicht mehr gespielt. Aber ich schneide besser ab, als ich erwartet habe, ehrlich gesagt. Ich hatte so ein bisschen Angst, ehrlich gesagt, weil das habe ich mir das Spiel gewünscht. Okay. Das ist die andere Seite. Ich habe mir das Spiel gewünscht und da muss man natürlich auch einigermaßen performen. Ne? Und nicht, dass ich dann hier irgendwie versage, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, je nachdem, was sich die anderen Leute gewünscht haben, da werde ich nicht gut abschneiden. Okay. Kann ich auch dran, genau, da unten ist ein Schlüssel, aber wie gesagt, das Skelett, wir brauchen Punkte, deswegen erledigen wir die. Ich lasse mir Zeit. Das Gute ist bei dem Spiel, dass ihr halt kein Zeitlimit habt. So, was ist da unten drin? Ich habe 2 Schlüssel. Ja, das ist auch ein bisschen nervig, da wieder hochzukommen. Ich gehe mal das Risiko nicht ein, weil ich bin ja, habe einen guten Lauf, hätte ich jetzt mal gesagt. Das meine ich jetzt zum Beispiel, diese Szene. Hier muss ich rüberspringen. Ich brauche die Jumping Boots. Ich kann aber nichts sehen. Und das hasse ich ja immer im Spiel. Ne? Aber ich. Boah! das weiß ich halt auch nur. Ne? Okay, ich habe 2 Schlüssel. Unten geht's lang, oben geht's lang, oben ist mit dem Schlüssel. Nehmen wir an, mit dem Schlüssel wird's. Da ist ein Außenausgang. Ich wollte gerade sagen, das ist mit dem Schlüssel, dann bin ich halt wahrscheinlich beim Bonuslevel, aber. Ah, jetzt bin ich wieder bei dem Bonuslevel. Okay. Bin ich jetzt zurückgeworfen? Oder. Okay. Ich krieg Bonuspunkte. Ist ja schon mal nicht verkehrt, ne? Auch noch ein Schlüssel. Aber ich bin irritiert. Wie ihr seht. Aber. Was ist doch. Hier war ich schon, genau. Bin ich da zurückgeworfen? Das ist ja. Das, nee, oh doch nicht. Die Stange war da nicht. Hä? Ich bin jetzt gerade echt verwirrt, ehrlich gesagt, wo ich bin. Boah. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Aber, also, ganz ehrlich, wenn es so weiterläuft. Ach genau, das ist Gutes vom Bewegungsspektrum, wenn ihr das Spiel nicht kennt, ihr könnt halt auch nach oben schlagen. Das ist ganz, ganz nett gemacht eigentlich. Es kann sein, dass wir hier schon beim Boss-Level sind. Ah, die kriege ich von hier nicht, oder? Kriege ich die von hier? Ja. Okay, den, der ist so eng dran, den kriege ich jetzt nicht. Ach genau, das ist der Boss, genau. Und der Boss ist im Prinzip einfach... Sprach er und... versagte. Und zwar müssen wir da einfach einigermaßen hier in das Maul mit dem richtigen Timing springen. Okay, ich merke schon, hier verliere ich ein paar Leben. Okay, ich muss ja irgendwie... Besten...
Wie war das? Ich musste da reinspringen, das weiß ich. Weil ich kann ja nicht besiegen. Aber wann am besten? Hä? Die wird dann halt immer schneller? Scheiße. Ich wollte gerade sagen, ich komme ja gut voran. Okay, ich hab's geschafft. Okay, also man muss anscheinend reinspringen, muss ich mir fürs nächste Mal merken, wenn der Kiefer oben ist. Okay, jetzt sind wir hier in der dritten Welt. Ich glaube, das ist die vorletzte. Ich hab's gerade echt nicht genau im Kopf. Okay, wie man sieht, hier zieht auch der Schwierigkeitsgrad enorm an. Weil man kann hier nicht einfach stehen bleiben, sondern... Diese fliegenden Äxte, die sind echt fies. So. Dann muss ich hier einigermaßen durch. Mir ist gerade mal ruhig, weil ich mich echt konzentrieren muss. Okay, man hat eine Feuerpause. Yes. Aber ich war doch so kurz vor der Tür! Komm. Also wie ihr seht, das Schwierigkeitsgrad zieht hier echt ordentlich an. Und hier war dann schwierig, war in meiner Kindheit komplett Schluss. Also ich glaube, den Skelettkopf-Boss, den habe ich hier und da nochmal erledigt bekommen. Aber das war es dann auch. Okay. Ja, hier muss man einfach, keine Ahnung, wahrscheinlich mit dem richtigen Timing könnte man hier durchkommen, ohne irgendwie einen Schaden zu nehmen. Aber das ist jetzt raus, okay. Hä? Scheiße, ich muss da nach oben. So. Okay, ja, da muss ich... Ja, ich wollte gerade sagen, ich muss in die Fledermaus reinspringen. Muss ich auch irgendwie. Oh, das war's dann auch. So, okay. So. Och, du Scheiße. Komme ich darüber ohne Stiefel? Oh. Das war ein Schritt zu weit. Das war dumm. Ich werde es sehen. Nein, komme ich nicht. Ah, scheiße, okay. Also muss ich zurück. Ich habe einen Schlüssel gefunden. Ich schätze mal, wir hatten am Anfang eine Schatztruhe. Und dann hätte ich jetzt die Stiefel einsammeln müssen. Aber hey, gut. Ich denke mal, ist eine respektable Leistung mit 28.250 Punkten. Ich trage mir das mal ein. Ich bin mal echt gespannt, wie weit die anderen gekommen sind. Und wie gesagt, das Spiel ist ab der dritten Welt zieht es halt extrem an. Aber ich sehe gerade, wir sind hier schon auf fast 19 Minuten hier mit der ganzen Geschichte. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schön, dass ihr reingeschaut habt. Schönen Tag euch noch. Macht's gut. Tschüss.